Ich stehe da hinten an auch noch zu fahren, aber ich darf jetzt erstmal das Wort an uns. Spannend, habt ihr heute auch zum ersten Mal gesehen. Wir haben hier, ich glaube, Sie haben auch gerade schon gesehen, wie wohl sind die beiden Eisbärenlarven hier. Und wir freuen uns auch ganz besonders, dass diese Woche auch der erste Kontakt mit der Chuana stattgefunden hat. Frau Köhler oder ich jetzt entsprechend. Ist das korrekte Eisbärenwetter? Schnee haben wir jetzt noch. Unsere beiden Neuzugänge, einmal eine Eisbärin aus La Flèche aus Frankreich und eine Eisbärin aus Gelsenkirchen, einmal 3 und einmal 4 Jahre alt. Das ist genau das Richtige, eigentlich schon das Grenzalter, wo sie von ihrer Mutter sozusagen auch verstoßen werden, um ihr eigenes Leben zu leben. Und wir haben sie jetzt zusammengeführt in einer Damen-WG mit unserer Giovanna. Das Zuchtbuch hat das uns auch empfohlen. Eisbärenzucht, wie jede andere Wildtierart, die in der Zucht steht, wird koordiniert von einem EEP-Koordinator, der weltweit oder europaweit entsprechend dieses Zuchtprogramm leitet. Und wir haben gesagt, wir machen eine Damen-WG auf. Wir haben jetzt noch keinen Eisbärenbullen bei uns in der Gruppe drin, weil die Eisbärenpopulation in den europäischen Zoos momentan auf einem guten Niveau ist. Wenn sich das dann wieder verändert, dann können wir wieder einen Eisbärenbullen dazunehmen und dann entsprechend mit einem von den drei Damen wieder in die Eisbärenzucht einsteigen. Aber bis dahin leben die jetzt erstmal in einer Damen-WG. Dadurch, dass die beiden jungen Eisbären hier auch sehr jung sind, die haben sich sofort aneinander gewöhnt und die Giovanna ist ein, sag mal, sehr sensibler Eisbär und sie hat sich mit den beiden auch sofort verbrüdert, also da passiert gar nichts. Die beiden oder diese Dreiergruppe lebt sehr harmonisch zusammen, das haben wir auch beobachtet und wir haben diese Eingewöhnungsphase auch sehr behutsam gemacht. Erstmal sollten die zwei Neuen die Anlage kennenlernen, getrennt. Dann wurden die zwei Neuen zusammengebracht, dann die zwei Neuen mit der Giovanna. Und insgesamt war das einfach ein sehr harmonisches Gesamtspiel und deswegen sind wir da absolut positiv gestimmt, dass sie auch weiterhin unheimlich harmonisch zusammengehen. Sieht man ja auch hier wunderbar im Hintergrund, wie die sich hier wirklich hervorragend vertragen. Als ob sie schon immer zusammen wären. Man sieht die aus Gelsenkirchen, die ist etwas die jüngere. Sie ist noch etwas kleiner als die aus La Flèche. Sie sind sehr jung noch und da, wie junge Tiere generell auch so sind. Sie sind da verspielt und sehr experimentierfreudig und sehr neugierig. Und deswegen nehmen die solche Dinge gerne auf. Das haben wir auch für unsere älteren Tiere. Das ist Tierbeschäftigung, damit die auch was zu tun haben. Und damit vertreiben die sich auch hier ein bisschen die Zeit. Wenn Geburtstag ist, dann bei den ein oder anderen Tierarten, dann feiern wir das natürlich. Und dann gibt es ein besonderes Leckerli für die Tiere. Der Klassiker ist meistens die Tasche was Süßes, also irgendwie Obst eingefroren in Eis mit ein bisschen Honig drauf oder ein bisschen Öl drauf. Also wir würden das jetzt nicht so gerne essen, aber für die ist das total lecker. Ja, und auch noch mal ein Fisch mit eingefroren, ein Stück Fleisch mit eingefroren. Und das ist wie so eine große Eisbombe und das mögen die Eisbären.
Ja, okay, schauen wir mal. Ich glaube, ich kann.